Von Juliaca geht es weiter nach Lima. Die Busfahrten in Lima sind nie langweilig. Künstler versuchen so, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Lima ist die Hauptstadt von Peru und liegt an der Pazifikküste des Landes. Sie ist eine der größten Städte Südamerikas. Der Park der Liebe ist hier ein beliebter Treffpunkt. An fast jeder Ecke ragt Straßenkunst aus den Wänden des kreativen Viertels Barranco in Lima. Ich liebe es. Der Distrikt La Punta liegt in der Provinz Callao an der Pazifikküste. Da wir den genauen Weg auf Anhieb nicht kannten, war die Polizei so freundlich und hat uns ins Kunstviertel von Callao begleitet. Das ist die Plaza von Lima. Wir fahren zu einem berühmten Aussichtspunkt, dem San Cristobal-Berg in Lima. Hierfür müssen wir ein Taxi nehmen, denn der Weg dorthin führt durch ein etwas ärmeres Viertel und gilt als nicht ganz ungefährlich. Zwar ist der Himmel etwas trüb, dennoch haben wir einen weiten Blick über die Hauptstadt. Ich habe auf dieser Reise viele lehrreiche und authentische Momente erlebt. Peru ist ein Land, welches für mich persönlich etwas ganz Neues war. Hier bin ich nicht nur an meine Grenzen gestoßen, sondern hat es mir auch reiche Blickwinkel ermöglicht und mich landschaftlich und kulturell sehr berührt. So unterschiedlich wie die Kulturen manchmal scheinen, so viele Ähnlichkeiten finden sich auch immer wieder. Hierfür bin ich dankbar.